Gruselgrüße aus Florida. Nirgends sonst wird dem Halloween-Fest so sehr entgegengefiebert wie in den Staaten. Ganz vorne mit dabei ist Prinzessin Madeleine und ihre Kinder, die auch in diesem Jahr beim Spukbrauch mitmachen. Und nicht nur sie, auch Papa Chris O'Neill hat sich nach langer Fotoabstinenz bitten lassen und ist sogar in ein lustiges Kostüm gestiegen, ganz im Sinne der 70er Jahre mit Lockenperücke. Ziemlich erwachsen erscheint sein einziger Sohn Nikolas von Schweden. Der 6-Jährige posiert mit ernstem Blick in einer coolen Rockerlederjacke und gegelten Haaren. Vergangenes Halloween noch als Prinzessin verkleidet, verzaubert uns die kleine Adrienne in diesem Jahr im niedlichen Feenkostüm mit Flügeln. Immer mit dabei ihr Einhorntäschchen. Das scheint der 3-Jährigen bei der Süßigkeitensuche Glück zu bringen. Ihre große Schwester Leonore schlüpft ebenfalls in ein buntes Kleid und geht damit entweder als Prinzessin oder auch als Fee durch. So oder so scheint es, als wäre ihre Gruselparty ein voller Erfolg.